Ich habe jetzt die schwierige Aufgabe, von dieser fantastischen Musik, die wir genossen haben, zu dem etwas robusten Thema überzuleiten, das Sie mir hier zugemutet haben. Ich meine, das Thema heute Abend, da riecht man ja 3 Meilen gegen den Wind, das aus dem Ruhrpott kommt. Nicht? Ich meine, ich liebe diese Gegend. Ich bin hier geboren, in Essen, aufgewachsen in einer Zeit, in der man der Kragen schon mittags um 12 dreckig war, als noch die Schlote qualmten und sowas. Und nicht mehr heute sieht das ja alles wie ländliche Idylle hier aus. Das ist ja wunderschön. Aber so eine heftige Frage. Ich dachte, als wir Händel und Vivaldi gehört haben, haben gedacht, das ist, hat das mit der Frage zu tun, kann man mit dem Taschenrechner kommen? Vielleicht sind Sie ja mit dem Dezibelmesser hier gewesen und haben mal geguckt, wie laut das ist. Nein, das hat natürlich keiner getan. Obwohl so Musik natürlich viel mit Präzision zu tun hat. Die zählen sehr genau. Und versuchen Sie mal Geige zu spielen und das so klingt, als wenn nicht wie weint einer, nicht? Sondern so wie hier. Das ist äußerste Präzision und da wird sehr genau gearbeitet. Aber wir nehmen Musik nicht wahr als ein Zählwerk, das man technisch ausgereizt hat und Schwingungen und so, sondern wir genießen den Eindruck. Und die Musik geht in unsere Seele. Und es tut uns gut und wir fragen auch nicht, wozu ist das gut. Also bei im Kaufhaus, da lassen Sie das Gedudel gehen, damit man schneller zugreift. Wahrscheinlich so Musik, damit man wieder schnell rauskommt oder da drin bleibt. Ich weiß nicht, wie das so geht. Oder bei McDonald's gibt es die richtige, damit die Verdauung funktioniert. Und beim Zahnarzt gibt es ja dann manchmal auch Musik, damit man die Qualen besser übersteht. Das ist aber dann eine andere Sorte. Sonst erleben wir hier Musik... Ja, das kann man gar nicht, das macht man durch alle Poren, nimmt man das auf, genießt es, je nachdem. Natürlich sind die Geschmäcker verschieden, von AC/DC über Roy Black bis Vivaldi und so gibt es natürlich beide ziemliche Bandbreite. Über Geschmäcker soll man bekanntlich nicht streiten, da ist eine große Toleranzbreite. Spüren Sie auch in dieser Woche, wir haben an jedem Abend hier einen ganz unterschiedlichen Musikstil, aber heute bekenne ich, dass ich das richtig genossen habe. Ich bin noch nicht beim Thema, ich erzähle noch sowas aus. Ich bin ja jetzt inzwischen alter Mann geworden und ein Entschluss, den ich gefasst habe, als ich pensioniert wurde, mit 65, vor 4 Jahren, habe ich gesagt, jetzt tue ich wieder das, was ich mit dem Abitur fast aufgehört habe. Damals habe ich immer Geige gespielt im Schulorchester. Da kriegt man automatisch eine 1 auf dem Zeugnis dafür. Das fand ich die billigste Art und Weise, einen sehr gut erstmal auf Nummer sicher zu bringen. Der Rest war Anstrengung. Und dann habe ich das aber lange nicht mehr geübt. Und dann habe ich angefangen, meine Geige auszupacken. Gott sei Dank war sie noch da. Und habe sie angefangen zu üben. Und ich kann Ihnen sagen, immer wenn ich zu Hause bin, jeden Tag mindestens 1 Stunde oder 2, bis es wehtut und bis es wieder stimmt. Und ich genieße es. Und es ist sowas wie schön. Also der Violinistin einen besonderen Applaus. Ich habe Ihnen mit besonderer Empathie zugehört. Hätte gerne in Ihre Noten geguckt, ob ich das auch hinkriegen würde und so. In der 6. Lage ist es bei mir noch etwas schwierig, da oben die Töne richtig zu treffen. Gut, also Sie merken, ich muss einen langen Bogen machen, weil diese Welt von dieser Zweckfrage, was habe ich davon, was habe ich davon, was habe ich davon vom Christsein, kann man Gott mit Taschenrechner kommen, ist doch weit. Aber jetzt bin ich da, jetzt habe ich mich langsam abgekühlt, jetzt komme ich dahin. Diese zweite Frage, sind 2 Fragen, vielleicht 2 Abende, aber aus Rationalisierungsgründen fassen wir die zusammen, nur die zweite Frage engt die erste eigentlich ein. Lohnt sich Christ sein und kann man Gott mit dem Taschenrechner kommen? So, was ist das für eine Frage? Taschenrechner heißt ja wohl also, wir sind Typen, wir wollen, sagen wir, alles, was sich wirklich lohnt, das muss sich in Zahlen messen lassen. So, das ist ja das Denken, das dahinter steht. Das ist zunächst mal eine Grundentscheidung. Das kann man machen. Und das ist ja nicht das Blödeste, was in dieser Welt gemacht wird. Dass man sagt, also das Endergebnis, das will ich in Zahlen sehen. Das muss sich messen lassen. Nicht irgendwie so Nebel und blauer Dunst und dass das der Verdacht in der Religion steht. Ist alles Nebel. Ist auch manchmal schön, so mystische Düfte und so Weihrauch. Mögen die Leute ja auch manchmal. Aber hat nichts mit Präzision zu tun. Wenn du hingreifst, ist alles weg, ne? Nagel mal einen Pudding an die Wand.
So, also alles nichts Handfestes. So, aber sagen wir doch, also das Ergebnis muss doch messbar sein. Gut, das ist eine Entscheidung. Wenn Sie das allerdings weiter konsequent durchhalten, kommen Sie zu sehr merkwürdigen Dingen. Also ich hoffe, dass Sie erfahren haben, dass Sie einen Menschen lieben oder dass ein Mensch Sie liebt. Und jetzt bitte ich Sie einmal, diese Denkweise darauf anzuweisen. Was habe ich davon? Was habe ich davon? Sie können natürlich dem Menschen, der Sie liebt, dem können Sie begegnen mit dem Blutdruckmesser. Und sagen, also dem glaube ich die Liebe nur ab Pulsschlag 70, 72, 75, das muss man messen. Gucken, wie hoch der Blutdruck ist und vielleicht kann man auch ein Elektroenzephalogramm machen und da so 20 so Elektroden dran kleben und gucken, wie die Hirnströme gehen und oder wie viel Glücksstoffe da fließen, wenn die einen anguckt und so. Aber Sie wissen wahrscheinlich, wenn Sie diesen Zugang haben, dann haben Sie messbare Werte. Haben Sie messbare Werte. Ist handfest, nicht nur einfach nebuloses Gefühl. Aber Sie wissen genau, dass wenn Sie diesen Zugang wählen, erfahren Sie gar nichts. Sie machen im Gegenteil alles kaputt, was da gewesen sein sollte. Und trotzdem werden Sie sagen, ich habe was davon, dass ein Mensch mich liebt, das ist unendlich wertvoll. Das gibt einem das Gefühl, ich bin wichtig, ganz egal, was ich leiste, auch wenn es nicht so einfach ist. Ich bin gewollt, ich bin wer. Das richtet einen Menschen innerlich auf, die Erfahrung, geliebt zu werden. Das ist was Handfestes. Da kannst du mehr mitmachen, als mit 50 Euro in der Tasche. Obwohl mit dem Taschenrechner das nicht ausrechnen kannst. Aber die Wirklichkeit ist so stark, dass jeder spürt, das ist entscheidend fürs Leben. Und wer das vermissen muss, geliebt zu werden, der hat wirklich einen großen, großen, schmerzhaften Mangel in seinem Leben und leidet darunter. Also überlegen Sie, was meinen Sie, wenn Sie, die Frage ist legitim, was habe ich davon? Wenn ich Christ bin, überlegen Sie, wie Sie es messen wollen. Ob das, wohin das führt. Ob man es mit Zahlen messen kann. Vielleicht kann man es messen, wir werden sehen. Man kann auch alles in Geld messen. Das ist, liegt uns heute auch nah. Wir sagen, alles, wenn etwas was wert ist, muss ich irgendwie zum Schluss das in Geld sich auswirken. Auch in der Religion ist das so. Ich weiß gar nicht, ob Sie da informiert sind oder ob Sie informiert sein wollen, aber es gibt heute sowas, das nennt man Wohlstandsevangelium. Haben ein paar clevere Leute entdeckt, dass was ist die Marktlage, was ist der Bedarf? Jeder will reich werden und glücklich werden und denkt, reich werden, das ist der beste Weg dahin. Und dann gibt es eine Menge Leute, da werden, wenn Sie das erwarten von mir, werden Sie heute bitter enttäuscht werden. Die sagen, die versprechen, also wenn du an Gott glaubst, wirst du reich. Dann er wird dich reich segnen. Das ist die Motivation, ganz klar, dann kannst du unter dem Tisch zusammenrechnen nachher. Wie ist es gegangen? Hat es sich gelohnt? Aktiendepot vermehrt, was für ein Auto fahre ich, was für ein Haus konnte ich mir bauen und so. Und das war der Segen Gottes. Man kann alles in Geld umwandeln und sagen, daran entscheidet sich, ob sich das lohnt oder ob es nicht. Nun ist es natürlich nicht bei allen so, dass sie sagen, nur was Geld bringt, hat Wert. Wir sind heute schon in einer Zeit, in der, das hängt damit zusammen, dass für die allermeisten doch so ein gewisser Grundwohlstand da ist. Natürlich haben wir auch Armut im Land. Sehr schmerzhafte sogar, aber das geht jedem von uns so, wenn Sie dieses Land einmal von außen betrachten, also wenn Sie die Möglichkeit haben, nicht nur in Urlaub irgendwo hinzufahren nach Asien und Afrika, sondern dort die Wirklichkeit auch jenseits der Business-Hotels zu erleben und Sie kommen dann zurück in dieses Land. Wenn Sie mal irgendwo erlebt haben, was das heißt, dass es keine Krankenversicherung gibt und keine Altersversorgung gibt und was die Wohnverhältnisse sind, und Sie kommen, und was noch viel schlimmer ist, wenn Sie, in den meisten Teilen der Welt gibt es keine Rechtssicherheit.
Sie können sich überhaupt nicht darauf verlassen, wenn irgendwas Kritisches passiert. Also ich habe im Nahen Osten gelebt. Ich bin in Syrien mal in die Hände der Geheimpolizei gefallen. Ich kann Ihnen sagen, ich möchte das nie mehr wieder. Das weiß ich wahnsinnig zu schätzen. Man kann viel kritisieren an einem Staat, in dem wir leben. Aber wenn man nach Hause kommt, hierhin, dann denkt man, gerne mal. Das ist alles irrsinnig reich. Wir klagen auf hohem Niveau, wenn wir klagen. Das ist irre. Also das ist alles ganz, ganz, ganz kostbar. Aber wenn man ein solches Niveau hat, wie wir es haben, dann wird schnell deutlich, das alles ist auch noch nicht Leben. Irgendwie ist eine Sehnsucht nach, man nennt das heute mehr Lebensqualität. Mehr Lebensqualität. Mehr und mehr Leute sagen, wenn sie auch Geld verdienen, sodass sie leben können, das kann nicht alles gewesen sein. Es muss noch etwas geben, für das es sich mehr zu leben lohnt. Es gibt ja auch nicht wenige, die, wenn ihr Gehaltsniveau das erlaubt, ihre Arbeit zu reduzieren, um mehr Zeit zu haben, etwa für die Familie oder für Partnerschaften oder für interessante Hobbys und so, sagen, das ist Geld verdienen ist nicht alles. Es muss noch eine andere Lebensqualität geben. Und das Thema Spiritualität, also dass es eine Wirklichkeit gibt, die unser Leben bereichert, die ich nicht zusammenzählen kann mit dem Taschenrechner, was nicht nur die Welt der Tische und Bänke ausmacht, das ist heute unglaublich im Bewusstsein vieler, vieler Menschen. Das kann doch nicht alles gewesen sein, es muss doch noch etwas mehr gehen, was befriedigend ist. Oft ist gar nicht so einfach auszudrücken, was man da sucht. Das ist mehr so gefühlsmäßig. Manche können das beschreiben, andere sagen, ich weiß gar nicht, was ich suche. Ich weiß nur, dass das, was ich habe, das kann noch nicht alles gewesen sein. Nun, die ganze Frage, lohnt sich das mit dem Christsein, will ich mal in diesen Zusammenhang stellen. Und es gibt einige Berichte in der Bibel, die sind so nah an unserer Wirklichkeit ran, dass es schon fast wieder wehtut. Übrigens, das ist mein Tipp, die Bibel zu lesen. Sie werden feststellen, dass sie besser verständlich ist, als uns lieb sein kann. Ja, sie redet nämlich so knallhart in die Wirklichkeit unseres Lebens hinein, dass ich schon verstehe, dass viele Leute dazu neigen, sie schnell wieder zuzumachen, weil so groß ist unsere Liebe zur Wahrheit ja dann doch nicht. Wir möchten es ein bisschen sanfter und verklärter und softer haben, um nicht so brutal. Sex, Crime und Action, das ist die Bibel so wie das Leben. Ziemlich brutal. Nicht immer ästhetisch, aber so richtig manchmal ungenießbar, wie das Leben. Aber auch einfühlsam. Und da gibt es einen Bericht von einem sehr interessanten Mann, der mir immer imponiert hat, weil der hatte eigentlich alles. Er war intelligent und er war reich, hatte offensichtlich auch Einfluss. Und das paart sich ja nicht immer. Ich hatte mit einem Unternehmensberater zu tun, der einem großen Konzern Leitungsposition hatte und dann umstieg und Unternehmensberater wurde und so Spitzen in Europa. Und er sagte dann mal in einem kleineren Kreis, seine Erkenntnis sei, Reichtum mache dumm. Das fand ich einigermaßen verwunderlich, weil ich immer dachte, man müsste einigermaßen schlau sein, um reich zu werden. Er sagte, er meinte nicht die Schlauigkeit, sondern er meinte, er habe beobachtet, dass Menschen, die reich sind, meinen, sie brauchten keine Fragen mehr zu stellen. Sie können alles beantworten. Das meiste kann man kaufen und wenn man nicht versteht, dann kauft man sich einen teuren Berater, der beantwortet die Fragen. Und viele meinten, dass sie keine Fragen mehr zu stellen hätten. Und wenn einer keine Fragen mehr stellt in seinem Leben, dann verblödet man. Das hat nichts mit dem IQ zu tun, sondern wenn man keine Neugier mehr hat. Wenn man meint, man hätte alles begriffen, nur die Doofen glauben, dass sie alles begriffen haben. Das ist wirklich ein Zeichen für galoppierende Doofheit, wenn man meint, es gibt nichts mehr zu fragen. Aber Fragen zu stellen, das ist ein Zeichen für Leben. So. Und das finde ich an diesem Bericht so interessant, dass dieser Mann reich war, Einfluss hatte
Und dass er Fragen stellte, und zwar ziemlich radikale, das heißt ja an die Wurzel gehen. Sie können das selber nachlesen und ich bitte Sie auch darum, dass Sie sich das gönnen, in der Bibel das nachzulesen. Deshalb gebe ich die Stellen an dem Matthäusevangelium, also im hinteren Drittel der Bibel, da wo die Berichte anfangen über Jesus, was er gesagt und getan hat. Die vier Evangelien, das sind wichtige Schlüsselschriften, um einen Einstieg zu kriegen, überhaupt rauszukriegen, was ist mit diesem Jesus und was hat er zu bieten und wie kann ich das beurteilen? Und in Matthäus Evangelium, die Kapitel sind eingeteilt, ist natürlich alles später gemacht, ursprünglich ist das normal durchgeschrieben, aber damit man es jetzt findet, ist ja jeder Satz nummeriert. Und im 19. Kapitel von den Sätzen Nummer 16 an finden Sie das dann. Also für den Fall, dass Sie sich das gönnen wollen und lesen. Da heißt es, einer trat zu Jesus und fragte, Meister, Rabbi, sagte der, das, bei uns würde man sagen, Herr Professor, das ist also der größte Titel, den man überhaupt haben kann, ja? Was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Da sind zwei Dinge in der Frage schon, die sehr gut sind. Einmal hat er kapiert, das kann nicht nur etwas mit dem Denken zu tun haben, mit dem Fühlen, da muss irgendwas passieren. Das muss mit der Praxis meines Lebens zu tun haben. Deshalb fragt er, was muss ich tun? Und dann fragt er nach dem ewigen Leben, nach einer Lebensqualität. Also nun war er ja Jude und war geprägt von dem Denken des jüdischen Volkes und dem Wort Gottes, das diesem jüdischen Volk offenbart war durch die Propheten und das man im Alten Testament nachlesen kann. Und deshalb wussten alle Juden natürlich, wenn wir von ewig reden und ewigem Leben, dann meinen wir nicht Kaugummi. Also ewig in dem Sinne, die Zeit hört nie auf. Das ist ja eine alttraumatische Vorstellung. Also das ist empfinde ich jedenfalls als nichts Verlockendes. Also die schönsten Dinge, die man machen kann, wenn man die ewig weitermacht, sind die zum Kotzen. Stellen Sie vor, Sie mögen gerne Schokolade, aber wenn Sie ewig Schokolade essen, wird Ihnen schlecht. Das ist ja, liegt ja gerade in der Abwechslung, die Würze daran. Das heißt, ewig ist in der Bibel nicht einfach ein Begriff, das geht immer so weiter, sondern Ewigkeit, das ist ein Qualitätsbegriff Gottes des Schöpfers. Und diese bunte Vielfalt, wenn die Schöpfung Gottes, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, schon so unglaublich bunt, dynamisch, vielfältig, komplex, kompliziert, wunderbar ist, wie viel bunter, vielfältiger, dynamischer muss die Welt des, die uns unsichtbare Welt des Schöpfers selber sein? Manche haben ja, wenn sie an Gott glauben, die merkwürdigsten Vorstellungen, wie irgend so ein tintenblütiges Dasein, da so ein oder blasser Geist oder mathematischer Punkt, jedenfalls nichts, was irgendwie mit echtem Leben zu tun hat, worüber man sich freuen könnte. In der Bibel steht im Psalm mal der Satz, wenn ich wach werde, will ich satt werden an deinem Bilde. Da spürt man etwas, hat einer eine Ahnung bekommen, dass Gottes Reichtum, das Leben Gottes selber ein unvergleichlich vielfältigeres, reicheres, dynamischeres sein muss, als das, was wir schon an Dynamik vor Augen haben und diese Schöpfung, diese Welt, in der wir leben, meine, wer diesen Herbst erlebt hat und so, und die Farben der Blätter und so, da fehlen einem die Worte vor Staunen und Vielfalt. So, und dann gehört das, also diese ganze schöpferische Vielfalt und Farbenpracht, aber es gehört eben auch zur Qualität der Ewigkeit Gottes, dass sie krisenfest ist, dass sie kaputt zu kriegen ist. Eben auch nicht vom Tod kaputt zu kriegen. Und da setzt das an, dass das auch etwas hat, alles was wir an Schönem haben, das vergeht, das stirbt und das macht einen schwermütig. Dass man Abschied nehmen muss, dass man alles loslassen muss, auch das Schönste, auch das Liebste. Und auch das gehört, wenn die Bibel von ewigem Leben spricht und von der Ewigkeit Gottes spricht, dass es eine Qualität ist, die krisenfest ist, die auch nicht verrottet, die auch der Tod nicht kaputt kriegt. Eine Stabilität, eine Stärke, die dem trotzt. So, ein unglaublich schönes Wort für das, was wir heute etwas feierliche Lebensqualität nennen.
auf der Suche nach einer wirklichen Lebensqualität. Es kann doch noch nicht alles gewesen sein. Es kommt in der Geschichte nachher raus, in dem Bericht nachher raus, dass er reich war, sogar sehr vermögend. Und also es war jetzt nicht so die Art und Weise, du hast hier nichts zu beißen auf dieser Erde, musst du gucken, ob du im Jenseits irgendwo ein Trostpflaster abkriegst. Sondern er hat es. Satt. Aber er war klug genug zu sagen, es kann nicht alles gewesen sein. Und mit dieser Frage, und das ist ja enorm, dass man so eine Frage innerlich hat, ist nochmal eins. Aber dass man solche Fragen äußert, ich lasse mich doch nicht zum Affen machen, sag mal. Man geniert sich, bloßzustellen. Die anderen hören zu, die haben ja zugehört. Das wird ja nachher auch dokumentiert, der ganze Bericht. Da haben ja andere zugehört. Zum Schluss kommt eine Diskussion über den ganzen Fall unter vielen auf. Also ich finde das ermutigend. Das sollten wir uns schon als eine Herausforderung nehmen, dass, wie gut das ist, die bohrenden Fragen zu stellen, sie nicht zu verdrängen. Ich meine, dass wir sie verdrängen, ist verständlich. Warum soll ich mir Fragen zumuten, von denen ich Ahnung habe, dass ich sie nicht beantworten kann? Da werde ich ja depressiv. Und weil viele ja ahnen, dass die eigentlichen Fragen, die einen bedrängen, vielleicht gar keine einfachen Antworten kriegen, deshalb wagen sie gar nicht zu stellen, um nicht zu verzweifeln an der Antwort. Ich sage so, was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Dann spült man das lieber runter und vergisst es. Also vorbildlich. Also das muss doch mehr geben. Es muss sich doch lohnen, eine Lebensqualität. Und er sucht sie bei Jesus. Ich weiß nicht, was er wusste von Jesus, aber er hatte wenigstens so viel Respekt, dass er ihm die Frage stellt. Und jetzt sehen wir, wie das weitergeht. Jesus sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote Gottes. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der junge Mann zu ihm, jung war er auch noch, ich meine nicht nur reich und klug, sondern auch noch jung, das ist ja heute das Allerwichtigste, wir sind alle jung. Ne? Seit 30 Jahren gibt es in Deutschland den Ausdruck alt nicht mehr. Ich lebe in Bad Wilhelmshöhe in Kassel, umgeben von lauter Seniorenresidenzen. Wir sind alle Best Agers, Silver Agers, wir sind fit wie ein Turnschuh. Früher hieß das Altersheim, das gibt es. Es gibt kein einziges Altersheim mehr in Deutschland. Das ist einfach weg. Wir sind alle fit. Und der war wirklich jung wahrscheinlich. Der war wirklich jung. Und das ist also toll. Man möchte ihn beneiden. Ja. Und dann sagte er, der junge Mann sagt zu Jesus, wo war ich? Ja, stehen geblieben, da. Da sprach der junge Mann zu Jesus, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Also der Bengel war dreist. Ich hätte den abgewatscht, denn man kann ja jedem Menschen gleich nachweisen, dass er in solcher selbstgerechter Arroganz, die steht auf dünnen Füßen. Denn jeder macht Mist und jeder bleibt liebisch und Rücksicht schuldig. Und also gut, das kann man ja in jedem Leben nachweisen. Und der sagt einfach dick und fett, das habe ich alles gehalten. Und Jesus watscht ihn nicht ab und macht ihn nicht fertig. Es heißt in einem anderen Bericht, an der Evangelium, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Er nimmt ihm das ab. Der Tipp, den Jesus gegeben hat, war ja klar. Der sagt, du suchst Lebensqualität, da gibt's doch nur eine Richtung. Sieh zu, dass dein Leben in Harmonie mit dem Erfinder des Lebens gelebt wird, mit dem Schöpfer. Und die Gebrauchsanweisung des Schöpfers für das komplexe Gebilde Leben findest du in den Geboten Gottes. Aus lauter Liebe hat er dir die Gebrauchsanweisung aufgeschrieben. Und wenn man klug ist, bei jedem Gerät machen wir das, das etwas komplizierter ist. Wir studieren sicherheitshalber vorher die Gebrauchsanweisung, damit wir das Ding nicht kaputt machen. So, und hier liefert der Schöpfer eine Gebrauchsanweisung, wie Leben gelingt mit. Und Jesus sagt, du willst in Harmonie leben. Du willst schöpferisches Leben haben. Du willst diese Kraft des Schöpfers in deinem Leben. Leb in Harmonie. Nimm diese Gebote. Und er sagt sie ihm ganz klar, klipp und klar und kurz ist das da. Und er sagt, das habe ich gehalten. Was fehlt mir? Er kommt jetzt nicht dazu, dass der klug ist, dass der jung war, dass der reich war und deshalb wohl einflussreich, sondern er war auch ethisch auf einem hohen Level.
Das ist ja wirklich eine Mischung, die ist besonders. Das findet man ja selten, das ist ja vorbildlich. Deshalb schaut man mit einiger Erwartung auf den Fortgang der Geschichte und denkt, hier könnte eine Spur sein, von der wir was lernen können. Jesus antwortete ihm, also er fragt, was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Nun versteht man diese Geschichte ja leicht so, dass man sagt, also gut, du bist ganz okay, Gebote Gottes und all sowas hält, du lebst ethisch anständig und so weiter, aber jetzt kommt noch das super Ding obendrauf. Nicht jetzt, weißt du, Karriere, Franz von Assisi, das kann ja gar nicht, Mutter Teresa, am besten beide in einem. Wenn du das noch schaffst, dann ist das überhaupt die Weltkarriere der Erfüllung. Es geht hier aber gar nicht darum, obwohl, was fehlt dir? Es geht gar nicht darum, dass Jesus sagt, nun tu noch mehr, damit du mehr Erfüllung hast. Sondern was Jesus hier macht, ist, ich nenne das immer, er macht den Gottestest. Er macht den Gottestest. Sehen Sie, wir Menschen sind ja sehr verschieden und haben deshalb unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Erwartungen auch, aber plus minus, aber wir haben doch bestimmte Dinge alle auch, die wir auf unsere Art und Weise gleich verfolgen. Und dazu gehören, also wenn wir essen und trinken und so die körperlichen Grundbedürfnisse befriedigt haben, dann gehören dazu vor allen Dingen zwei Dinge, die wir zum Überleben einfach brauchen. Und das eine ist Sicherheit, ein Mindestmaß an Sicherheit. Ich meine, wenn wir hier von jedem überfallen werden könnten und erschlagen werden können, wäre das Leben nicht spaßig. Also wir versuchen, ein Mindestmaß an Schutz und Sicherheit zu haben, sonst können wir halt nicht leben. Und wir brauchen alle auch ein Mindestmaß an Anerkennung, um ein bisschen Selbstwertgefühl zu haben. Am liebsten würden wir gerne geliebt werden, denn das habe ich ja schon gesagt, das ist die Erfahrung, ich bin wichtig. Da man das nicht erzwingen kann, und da man das nicht befehlen kann, braucht man wenigstens Anerkennung. Und wenn man einen anderen zusammenstaucht oder zusammenschlägt, dann liebt er einen zwar nicht, aber hat vielleicht Respekt. So, fürchtet einen. Wenn du mich nicht liebst, sollst du mich wenigstens fürchten. Ist ja auch eine Form von Anerkennung. Deshalb kommt Gewalt ja nicht aus Stärke, sondern die kommt aus der Verzweiflung. Ich bin der letzte Dreck. Meine einzige Tröstung kann ich daher finden, dass ich einen platt mache und sehe, dass noch einer wenigstens schlechter dran ist als ich. So tröstet man sich in der Hoffnungslosigkeit. Aber wir suchen Anerkennung auf verzweifelte Weise. Und jeder Mensch auf seine Art und Weise. Und die Quelle, aus der uns Sicherheit und Anerkennung kommt, das ist für uns die wichtigste Quelle des Lebens. Die Instanz, der Mensch, die Institution, die Sache oder was auch immer das ist, das uns Sicherheit und Anerkennung bietet, ist für uns die höchste Macht unseres Lebens. Danach richten wir alles aus. Und nun können Sie ganz schnell durchrechnen. Also das nenne ich Gott. Gott als die höchste Macht, die mir die Grundlagen des Lebens sichert, nämlich das Maß an Sicherheit und Anerkennung gibt, dass ich nicht zerstört werde, dass ich leben kann. Wenn das beides nämlich nicht da ist, bin ich kaputt, kann man nicht leben. Das ist nicht Luxus. Man kann nachher, wenn man das hat, fragt man, das könnte ich noch, das könnte ich noch, das sind aber alles Sahnehäubchen. Aber hier geht's wirklich, hier geht's jetzt nicht um die Dekoration unseres Lebenshauses, sondern hier geht's um die Statik, ums Fundament. Die tragenden Wände, was hält wirklich, dass die Bude überhaupt steht und nicht zusammenbricht? Und Jesus macht den Gottestest. Das heißt, er stellt die Frage, was trägt dein Leben wirklich? Was ist das Fundament? Wovon beziehst du deine Sicherheit? Und woraus deine Anerkennung? Das ist das, wem du wirklich glaubst. Also glauben mit dem Dativ. Nicht nur irgendwas glauben, also vermuten oder verwalten, sondern wem? Worauf vertraue ich? Worauf gründe ich?
was ist das Fundament meines Lebenshauses? Das man ja oft gar nicht sieht, aber die ganze Dekoration kippt zusammen und die Tapete und die schöne Mobiliar und all das, was sonst noch toll sein muss, was wir alle brauchen in unseren Wohnungen und unseren Lebenshäusern, das kann nicht existieren, wenn nicht das Fundament stabil ist. Und was Jesus hier tut, ist die Frage nach dem Fundament. Die Dekoration war ausgezeichnet. Das Lebenshaus war bestens ausgestattet bei diesem Mann. Geistig, moralisch, auch ästhetisch wahrscheinlich. Sinn für Schönes hat er ganz bestimmt gehabt und so. Aber was ist dein Fundament? Und auf den ersten Blick war es natürlich so, klar, der glaubt an Gott, das war doch, wer so kommt, wer so redet, wer sagen kann, die Gebote Gottes, der glaubt dann natürlich an Gott. Ne? Und da ist Jesus ja ziemlich radikal, weil er nämlich genau weiß, dass wir mit unseren Lippen und unserem Kopf und unseren Gedanken die wüstesten Lobgesänge Gottes anstimmen können und die heißesten Sprüche abliefern können. Aber das sagt überhaupt nichts über die Konstruktion unseres Lebens. Man kann mit dem Munde, wer weiß, welche heißen Sprüche über Gott und seinen Glauben und Religion machen und womöglich auch die entsprechenden Lieder dazu singen. Aber in Wirklichkeit, worauf kommt es an? Worauf verlasse ich mich? Wenn man mal rechnet, dann ist es die Knete. Und das ist das Schreckliche an dieser Geschichte. Es kommt in diesem Augenblick raus. Geht nämlich so weiter. Als der junge Mann das Wort hörte, ging er traurig weg. Denn er hatte viele Güter. Nun mag einem ja nicht spontan einleuchten, warum man traurig sein muss, wenn man viele Güter hat. Das ist ein Grund eigentlich zur Freude. Anständiges Vermögen. Ja, die Reichen sagen, Geld macht nicht glücklich, aber wer es nicht hat, der möchte es ganz gerne mal selber ausprobieren. Ob das glücklich macht und wie unglücklich man dabei wird und so, dann kann man den Spruch noch besser sagen nachher. Gut. Aber hier, der geht traurig weg. Warum? In einem anderen Bericht, Parallelbericht dazu heißt, er war sauer. Er war sauer und geht traurig weg. Eine traurige Figur. Was ist da passiert? Dieser Mann weiß genau, Jesus hat in meinem Leben den entscheidenden kritischen Punkt erwischt. Alles im Schaufenster sagt, ich glaube an Gott und seine Gebote und toll, das interessiert mich, das ewige Leben und wer weiß was noch so. Aber wenn es zur Wahrheit kommt, der Konstruktion, dann ist mein Vermögen, mein Geld schafft mir Sicherheit und Anerkennung. Das lässt sich doch überhaupt nicht bezweifeln. Wenn wir danach fragen, was schafft mir Sicherheit und Anerkennung, dann ist Geld das, was am ehesten und am nachhaltigsten verspricht, das zu geben. Ist doch keine Frage, wer ein bisschen mehr von dem Geld hat, muss sich halt weniger Sorgen machen, ob er die Heizkosten noch bezahlen kann und ob er im Alter zurechtkommt und wie das mit der Pflege ist, wenn das mit den sozialen Sicherungssystemen alles nicht so ganz funktioniert mehr und Norbert Blüm doch nicht recht hatte, dass das mit der Rente so bleibt. So. Und dass man Respekt hat, das weiß doch auch jeder. Das pfeifen doch die Spatzen von den Dächern, selbst wenn einer das Geld erkennbar für andere Unrecht erworben hat, wenn er genug davon erworben hat, haben die Leute Angst vor ihm und Respekt und sie wissen, der hat Macht und Einfluss. Also Anerkennung und Sicherheit. Und deshalb, das ist eine alte Geschichte und Jesus hat von Anfang an das gesagt, dass das Geld ist nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern es kann ganz schnell eine religiöse Qualität haben. Es ist der Nummer eins Konkurrenz zu Gott. Der hat deshalb gesagt, man kann nur Gott dienen oder dem Mammon. Ich meine, 2000 Jahre Christentum in Europa sind der Versuch nachzuweisen, dass Jesus völlig Unrecht hat. Dass es bestens miteinander geht. Dass wir das immer schön zusammenkriegen. Jesus behauptet, nein, es geht nicht. Entweder, also es geht nicht, die Lieder, die du singst, es geht nicht, die Glaubensbekenntnisse, die Sprüche und wer weiß, das alles ist nicht so. Also selbst, dass ich hier rede über das Thema, sagt, beweist ihnen nicht, dass, was mein Fundament ist. Ob ich nicht im tiefsten meiner Motive doch ein geiziger Knochen bin und mir wünsche, dass ich ein paar
Piepen mehr hätte, als ich zusammengebracht habe. So. Das ist wirklich, das ist die Wurzel. So, und Jesus will ja nicht moralisieren, er will ihn ja nicht schlecht machen, er sagt, du bist ein mieser Hund und so, sondern er will ihm ja helfen, er hatte ja eine Frage. Und er wollte ja wirklich Lebensqualität, die nicht kaputt geht und die schöpferische Dynamik hat und die sie lohnt zu leben, wo man diese Bezeichnung Leben wirklich ohne sich zu schämen darauf anwenden konnte. Und dann hilft Jesus ihm Schritt für Schritt behutsam über die Runden. Bis zu der Diagnose. Und der Kerl kapiert genau. Denn das tut so weh, dass er in dem Konflikt, ich möchte doch eigentlich diese Lebensqualität. Und ich weiß auch, warum ich sie nicht habe. Ich weiß jetzt, warum ich diese Erfüllung nicht habe. Ich, anstatt an den Schöpfer mich zu hängen, hänge ich mich an die Dinge. Und er weiß genau, der Verstand sagt ihm, dass er war klug genug. Das wird einen Crash geben. Und trotzdem sagt, kann sein Herz nicht loslassen. Jeder vernünftige Mensch weiß, dass wir am Anfang nackt sind und am Ende nackt sind. Das Leben ist eine Pilgerreise zwischen zwei Zuständen von Nacktheit. Und nichts nimmst du mit aus diesem Leben. Das kann jeder wissen. Nur, das hat überhaupt gar keinen Einfluss auf die Gestaltung unseres Lebens, offensichtlich. Trotzdem diese Faszination, der Glaube, wenn hast du was, dann bist du was. Und ich muss noch mehr schaffen, dann bin ich was. Und dann habe ich Geltung und dann habe ich Sicherheit. Und dabei werden wir dauernd gebeutelt und kriegen vorgeführt, dass das natürlich alles überhaupt gar nicht stimmt. Aber das ist nicht sehr tiefwirkend und nachhaltig. Und der ist so unzufrieden damit. So kam er mit so viel Erwartung. Und mit so viel Sympathie und so viel Respekt auch zu Jesus, dass eigentlich das sehr verheißungsvoll aussah. Und er geht weg, traurig, als traurige Figur. Nun ist an der schrecklichen Geschichte noch eins zu erwähnen. Das kann ich nur nicht verschweigen. Ich habe nie so richtig verstanden, warum Jesus dem nicht hinterhergelaufen ist. Und hat gesagt, also ich habe in 3 Jahren kaum einen getroffen, der so aufgeschlossen war und so ernsthaft gefragt hat wie du. Du wirst doch nicht weglaufen. Du bist doch dran. Das sind doch Millimeter noch. Das wirst du doch kapieren. Nein, Jesus lässt ihn gehen. Und dann kommen danach die Worte, die Sie vielleicht in Erinnerung haben, die manchmal auch zitiert werden. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Also wenn die Juden aus ihrer Scheu, Gott und seinen Namen zu nennen, umschrieben sie Gott und sagten, die Himmel, die Herrschaft Gottes, die Regie Gottes, der Einflussbereich Gottes, das Himmelreich, also es ist nicht irgendwie Wolkenkuckucksheim mit gemeint, sondern hineinkommen in ein Leben, das wirklich von dem Schöpfer und Erhalter des Lebens durchdrungen ist, geprägt wird, bereichert wird, die Kraft dort hat. Das ist, und das sagt Jesus, wie schwer wird ein Reicher in Gottes Herrschaft hineinkommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann gerettet werden? Sie merken, beim Luther heißt das selig werden, das ist im Griechischen steht da gerettet werden. Das ist eine sehr herbe Sprache. Sie kapieren, es geht hier nicht um Kosmetik und Dekoration, bisschen religiöse Vertiefung. Bisschen spirituelle Anreicherung, sondern es geht um Tod und Leben. Wer kann dann gerettet werden? Sie haben kapiert, hier steht alles auf dem Spiel. Es geht um die Statik unseres Lebenshauses und nicht nur um die Fragen der Dekoration. Blankes Entsetzen steht hier. Das werden Sie übrigens beim Bibellesen häufig entdecken, dass die Begegnungen mit Gott und die Begegnungen mit Jesus keine Wellness-Erfahrungen sind. Ach, wie schön. Wir Pfarrer leiden unter der Tatsache, dass Menschen immer nachher kommen und sagen, ach, Herr Pfarrer, Sie haben mal schön gepredigt. Das ist das schlimmste Urteil, was man hören kann über eine Predigt. Das ist für mich wie das Gericht Gottes. Dann denke ich immer, habe Opiumreligion vertaucht, habe die Leute betrogen. Aber es ist ja nicht so gemeint. Ich weiß ja, es ist ja manchmal auch nicht gemeint, ist nur hilflos ausgedrückt. Aber hier war blankes Entsetzen. Ich wollte das nur sagen,
Sie sollten sich nicht überrascht sein, wenn die Beschäftigung mit Jesus und gar eine Begegnung mit ihm und seinem Wort in ihnen Gefühle erweckt, die überhaupt nicht angenehm sind. Fremdheit, abgestoßen sein, Schrecken. Hier, blankes Entsetzen. Wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an. Ich sehe ihn, wie er sie reihum anschaut und ihnen in die Augen blickt. Das ist sehr ausdrücklich. Er sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wenn Sie in der Bibel weiterlesen, finden Sie im Lukas-Evangelium eine Geschichte, wo ein Mafia-Boss, der stinkreich war und das durch Unrecht Geschäfte erworben hatte, Jesus begegnet und dann sagt: Die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, und wo ich betrogen habe, gebe ich vierfach zurück. Das heißt, das Wunder, das unmöglich zu sein scheint, passiert. Es passiert auch in unserer Welt. Ich behaupte nicht, dass es häufig passiert. Und diese Geschichte ist eigentlich die Schlüsselgeschichte zum Verständnis der Situation, der Religiosität und des Lebens, der Lebenssehnsucht in Deutschland. Ich sage Ihnen, das spirituelle Problem dieses Landes besteht darin, dass wir uns nicht eingestehen wollen, dass das Geld, dass das Vermögen die eigentliche Fundament unseres Lebens ist. Und deshalb mögen wir Jesus nicht. Weil er uns nicht nach dem Munde redet und sagt: Also komm, dekorieren wir das Haus noch ein bisschen schöner, dann fühlst du dich wohler, sondern er sagt: Nein, es hat keinen Sinn. Du wirst den Crash deines Lebens erleben. Das wird zusammenbrechen im Sterben. Du wirst vor Gott stehen. Was du ausgeblendet hast, er wird dich zur Verantwortung rufen. Du hast überhaupt keinen Horizont der Ewigkeit. Dein Leben kollabiert und du willst es nicht wissen. Du verdrängst es. Du bist stolz darauf, dass du es vergessen hast. Die Gottvergessenheit ist das Kennzeichen unserer Zeit und wir sind stolz darauf, dass wir damit problemlos leben können, dass Gott überhaupt gar kein Thema ist. Dass man da gar nicht gegen argumentieren muss. Wo findet man heute einen Atheisten? Ich meine, so Richard Dawkins und Christopher Hitchens und so ein paar Leute, die sind ja gerade sportiv gut drauf. Ich meine, unser einer sucht die immer, damit man noch den Geist ein bisschen wetzen kann. Weil die sind seltener als Waschgold im Rhein. Gott ist ja, wir sind ja viel weiter. Gott ist ja nicht mal mehr ein Gegenargument wert. Das ist ein Zustand der Gottesvergessenheit und Gottesverachtung. Wenn ich atheistisch ihn bekämpfe, zoll ich ihm ja auf negative Weise noch Respekt. Denn was ich bekämpfe, das hat in der Sowjetunion so prima Viele Intellektuelle in der alten Sowjetunion haben angefangen, nach Gott zu suchen, weil sie gesagt haben, hier, die Atheisten behaupten immer, es gäbe ihn nicht, aber bekämpfen ihn so drastisch. Wenn es ihn nicht gibt, muss man ihn auch nicht bekämpfen. Wenn die aber so bekämpfen, muss da doch was dran sein. Müssen wir mal gucken. Das hat ganz viele kluge Leute zum Nachdenken gebracht. So, aber die Gottvergessenheit ist schon eine andere Qualität. Da sind wir ganz stolz drauf. Wir brauchen das nicht, das ist alles geklammert. Sehen Sie, diese Geschichte hat eine Fortsetzung, die ist ganz interessant. Denn diese knallharte Frage, was habe ich davon, kommt jetzt nochmal ausdrücklich zur Sprache. Und zwar im engsten Freundeskreis von Jesus. Der Typ ist gegangen, diese Katastrophe, diese Tragödie ist passiert. Traurige Figur hat Abschied genommen. Aber ich wollte noch sagen, dass das dazu gehört, dass Jesus wirklich in seiner Liebe unsere Menschenwürde respektiert. Und ich bitte Sie, das zu beachten. Er wird Ihnen kein Bein stellen, er wird Sie nicht fesseln, er wird Sie nicht festhalten. Wenn er einlädt, er sagt: Komm, folge mir nach. Und sein Angebot heißt ja: In Jesus ist Gott so in unsere Mitte gekommen und baut so die Verbindung, die zerbrochen ist, die Verbindung neu zum Schöpfer, versöhnt uns mit Gott. Deshalb ruft er: Komm, folge mir nach, binde dein Leben an mich. Er ist der, der den Weg ans Kreuz gehen wird, der stellvertretend unser Leben zu Ende lebt, das von verwirkte Leben, denn Gott bestätigt in der Auferweckung und er sagt: Komm, binde dein Leben an mich, vertraue dich mir an. Dadurch wird dein Leben zusammengebunden, verbunden, versöhnt mit dem Schöpfer und Erhalter. Er will der Vater deines Lebens sein. Du darfst voll Vertrauen zu ihm sprechen. Du darfst seine Fürsorge erfahren und er gibt dir die Wegweisung, damit Leben gelingt. Auch gegen den Trend.
So, das ist ja das Angebot. Deshalb stellt Jesus sich ja so sperrig in den Weg und sagt, lass los, das, was dein Gott ist. Und das war bei ihm das Vermögen. Ich will nicht behaupten, dass das bei allen das Geld ist. Aber es ist doch sehr, sehr häufig, dass das Herz im Portemonnaie sitzt, auf dem Bankkonto. Viel häufiger, als uns lieb ist. Aber ich behaupte nicht, dass überall ist. Jesus ist doch nicht allen Menschen so begegnet wie diesem. Hat gesagt, verkaufe alles. Aber hier war der Gottestest dran. Durch die Praxis. Denn wo man wirklich dran hängt, kriegt man oft nur dann raus, wenn man es loslässt. Dann merkt man, es geht nicht. Da merkt man, welche Macht es hat. Rein theoretisch stehen wir immer über den Dingen. Aber rein praktisch geht nichts mehr. Und deshalb macht Jesus diesen Test. Und bietet ihm aber nicht an, er sagt nicht, mach das mal, das wird schon, sondern er bietet ihm an, binde dich an mich. Dadurch wirst du gebunden an den Schöpfer der Welt. In Christus offenbart sich Gott. Nicht nur, dass er sagt, hallo, hier bin ich, sondern er bietet uns die Versöhnung, die Verbindung an, holt uns aus der Gottvergessenheit und will uns in die Vertrautheit eines Lebens mit dem Schöpfer bringen. Sodass die Kräfte des Schöpfers, die Vielfalt, die Farben, die Kreativität, die Stabilität, diese Kraft, die der Tod nicht kaputt kriegen kann, in unser Leben kommt. Und sagen, das gibt mir die Sicherheit. Das ist die Basis. Jetzt kann ich ein berufliches Leben, dann kann meine Gaben entfalten, kann Geld verdienen, kann Geld ausgeben, kann Geld gebrauchen. Kann es genießen, kann die Schönheiten, kann Danke sagen, weil ich empfange es aus den Händen des Schöpfers, kann es gebrauchen, wie auch. Es, all das, mein Wert, ich bin wer, ich bin geliebt. Ob ich ein kleines Kind bin, ob ich behindert bin, ob ich alt bin, ob ich dement werde, ich bin so sehr geliebt. Ich bin wer? Aufrechter Gang? Wunderbar. Unabhängig von meiner Leistung, unabhängig, wie mein Börsenwert gesellschaftlich gerade bei den anderen sind, das gibt eine innere Stärke. Das ist unglaublich, das macht einen richtig gesund. Verstehen Sie? Ich sehe überhaupt gar keine Möglichkeit. Ich wüsste nicht, warum ich tauschen sollte. Sie können ja mal versuchen, mir ein überzeugendes Angebot zu machen. Aber ich gucke ringsherum in den Lebensstil unserer Welt und wir leben ja in einem Supermarkt der Lebensstile. Es gibt ja alles im Angebot heute. Das ist ja toll, faszinierend. Ich möchte in keiner anderen Zeit leben als der unseren. Aber je mehr ich das sehe, desto besser weiß ich, nirgendwo gibt es diese Stabilität, dieses Gehaltensein von Ewigkeit her, bin ich erdacht bei Gott. Und trotz meiner Blödheit und meiner Besserwisserei und der vielen Mist, den ich gebaut habe, hat er mich erhalten. Und gestärkt und hat mich gesucht, ist mir nachgelaufen und hat mich aus meiner Gottvergessenheit befreit. Und Martin Lopatka hat das vorhin erzählt, wie ihm das mit 18 gegangen ist. Passiert ja unter die, ich war 15. Manche, jetzt habe ich einen Mann getroffen, der war 65. Und das ist dann ein besonderes Wunder, weil je älter wir werden, umso schwerer kriegen wir eine Kurve, weil die Spuren gehen tiefer rein. Wir möchten nicht mehr uns eingestehen, dass wir das, was wir falsch gelebt haben, ne? rechtfertigen wir uns und erklären. Und es muss doch alles irgendwie richtig gewesen sein. Dabei lädt Jesus uns ein und sagt, ich möchte dir einen neuen Anfang schenken. Nun, ich will Ihnen noch sagen, wie das hier weitergeht. Das ist schon sprechend. Da fing Petrus an und sprach zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind hier nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Also das hätten wir ja nicht vermutet, dass im engsten Umkreis von Jesus die Frage, was habe ich davon, so brutal direkt gestellt wird. Also deshalb braucht man sich gar nicht zu schämen, wenn man die stellt, kommt in besten Familien vor. Und Jesus gibt eine Antwort und die spricht Bände. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, das ist hier in diesem Zusammenhang ein Ausdruck, der damals üblich war für die Neuschöpfung der Welt. Die alte Welt vergeht, da hat Jesus oft von gesprochen, und da selbst die Schmerzen und das Unrecht und die Nöte wie Wehen bei einer Geburt sein, sagt er mal. Und dass Gott, das ist nicht die Welt, die ist kaputt, wo bleibt denn da die Müllabfuhr und Weltuntergangsstimmung, da wirst du nur depressiv und so. Nein, natürlich, da geht viel kaputt. Wir schaffen es nicht. Aber Gott wird den neuen Himmel und die neue Erde schaffen.
Christus ist auferstanden, er wird die Toten aus den Gräbern rufen. Es wird alles nochmal zur Sprache kommen. Das ist unsere Würde. Wir müssen und dürfen Antwort geben für das, was wir gelebt haben. Und er wischt alle Tränen ab. Es gibt einen doppelten Ausgang der Weltgeschichte. Wer ohne Gott leben wollte, muss ohne Gott leben in Ewigkeit. Wer die Versöhnung annimmt, darf in der Nähe Gottes sein in Ewigkeit. Eine neue Welt Gottes, die wir nicht verstehen und uns nicht anschaulich vorstellen können, weil wir immer nur unsere Welt der Vergänglichkeit begreifen können. Deshalb redet die Bibel sehr nüchtern, scheu und keusch in Bildern davon, in manchen Andeutungen, aber nie ausführlich, weil das unsere Vorstellungen überschreitet. Und hier sagt Jesus etwas, was da kommt. Die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird, so redet er von sich als dem Weltrichter. Das ist der höchste Titel in der Bibel, den Jesus für sich gebraucht. Das kommt aus dem Propheten Daniel. Menschensohn ist der Weltrichter und Weltherr. Wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, werdet ihr auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben erben. Das heißt, Jesus sagt zweierlei. Das eine ist, ihr werdet teilhaben an einer Souveränität, im Leben herrschen. Wirklich ein königliches Leben. Ihr werdet teilhaben, erweitert den Horizont über die Todesgrenze hinaus. Nun gut, das ist jetzt unser Problem. Sie können kluge Bücher der unserer Zeit lesen, zum Beispiel vom Professor Peter Groß aus St. Gallen, seit ja vor Jahren schon das Buch Die Multioptionsgesellschaft geschrieben. Er sagt, wir leben in einer Gesellschaft, in der die Wahlmöglichkeiten nicht nur im Supermarkt, sondern auch der Lebensstil, der Reisemöglichkeiten und so weiter ins Unendliche steigen. Aber die Zeit, er sagt dann, der früher Katholik war, aber das, glaube ich, alles nicht mehr vertritt, sagt, die Menschen haben die Ewigkeit verloren und wir sind auch jeder für sich verantwortlich. Das ist die Zeit der Freiheit, des Individualismus. Und er sagt, auf jedem Einzelnen liegt ein unheimlicher Druck. Ich bin alleine für das gute Projekt meines Lebens verantwortlich. Niemand anders hat da was mit zu tun. Ich kann mich auch nicht beschweren, wenn ich Mist baue. Ich treffe die Entscheidung. Das heißt, ich muss das Glück finden. Und ich muss es in meiner begrenzten Lebenszeit finden. Ich habe keine Ewigkeit. Ich habe nichts zu erwarten jenseits des Todes. Ich werde das Glück in diesem Leben und deshalb diese Panik. Deshalb will keiner alt sein. Deshalb bleiben wir jung oder machen uns vor, dass wir jung sind. Wir müssen alles. Und der Druck, die Ärzte reden inzwischen von Optionsparalyse, also der bekannte Esel, der vor zwei Heuhaufen steht und sich nicht entscheiden kann, von welcher frisst und dann verhungert, er hat ja eine einfache Welt. Zwei Heuhaufen, das bewältigt ja jeder Esel eigentlich, aber der nicht. Wir haben Tausende und nicht nur Heuhaufen, sondern reiche, reiche Möglichkeiten. Und wir können doch immer nur eins wählen und wir wissen, wenn ich das jetzt wähle, dann verpasse ich 1000 andere Sachen und ich weiß gar nicht, vielleicht waren die anderen viel besser. Dadurch ist eine ganze Industrie entstanden, nämlich dass man das alles aufzeichnen kann. Bei 150.000 Fernsehprogrammen, eins gucke ich an und die anderen zeichne ich alle auf. Vielleicht kann ich die später nochmal gucken. Ja, das ist jetzt gut, das ist doch toll, dass wir auf unseren iPhones und so, jetzt kann man das Ganze, wenn du um 20 Uhr die Tagesordnung nicht gucken kannst, guckst du eben, wenn du ins Bett gehst und so, du kannst alles, so, die Möglichkeit, das treibt die Entwicklung voran, auch technisch, dass wir nichts verpassen, wir haben Angst, etwas zu verpassen, weil wir genau wissen, wir können gar nicht entscheiden. Wir müssen wählen, weil die Zeit weiterläuft. Aber wir wissen gar nicht, ob das, was wir jetzt gefühlsmäßig oder aus welchem Grund auch immer gewählt haben, ob das wirklich gut ist oder ob wir nicht blind waren für etwas, was viel, viel besser gewesen wäre, aber was wir uns jetzt haben durchgehen lassen. Und dadurch entsteht jetzt ein wahnsinniger Druck. Und das hat bei vielen Menschen, die auch das vielleicht gar nicht innerlich verstehen, was da kompliziert abgeht, ganz schlicht die Folge, ich kann keine Entscheidung mehr treffen. Ich kann keine Entscheidung mehr treffen. Welchen Partner soll ich heiraten? Welchen Beruf soll ich machen?
Wo soll ich in Urlaub hinfahren? Was soll ich essen? Ich kann kein. Was ist richtig? Jetzt las ich das Buch eines Philosophen, ein schönes Büchlein über Glück, aber dann bin ich doch erschrocken. Dann sagt er, naja, das macht die Menschen so kaputt, dass es schon gut ist, dass man vielleicht, auch wenn es eine Illusion ist, die gar nicht stimmt, manches so vertröstet auf ein Jenseits. Er sagte, wenn es stimmt, war wahrscheinlich gar nicht, ist eine Illusion, aber es entlastet einen. Da habe ich gesagt, denk mal an. Jetzt fangen sie ein, wieder Opium-Religion zu verkaufen und die Gottlosen tun es. Weil die Zeitgenossen den Psychodruck nicht aushalten, leben sie mit Lügen wieder, die sie früher bekämpft haben. Also entweder gibt es ein Leben nach dem Tod und eine Perspektive über die Todesgrenze hinaus, gibt es Gott in seiner Ewigkeit und er nimmt mich hinein in einen Horizont, mit dem ich leben und sterben kann, getröstet und gelassen, zielstrebig und aufrechten Ganges, dankbar und genießend und in Verantwortung. Oder das gibt es nicht, da muss ich halt mit diesem Druck fertig werden und die Panik aushalten. Und lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, fertig, aus. Der Rest ist Opiumreligion. Dazu werden sie mich nicht holen. Dass ich Menschen verdumme und vertröste und betäube mit solchen Sprüchen. In der Bibel begegnet, deshalb bin ich Christ und deshalb habe ich ein solches Zutrauen zur Bibel, weil mir dort die Wahrheit begegnet, in einer Schärfe, so wie in diesem Bericht. Jesus sagt, pass auf, das ist dein Gott und lass ihn los und kehr um und komm, vertraue mir und folge mir nach. So wirst du reich sein. In Gottes Welt ein Vermögen, das jetzt dich reich macht. Und er sagt tröstlicherweise, obwohl das so schwer ist, das einzige Hindernis, das Menschen von Christus abhalten kann, sind nicht die Probleme und dass wir das nicht schaffen und so, sondern dass wir so reich sind, dass wir meinen, wir hätten das nicht nötig. Die Besserwisserei ist unser Verderben. Aber das kann man leben. Wenn Jesus einlädt, schafft er den Freiraum. Und in diesem Freiraum kann jeder eine Entscheidung treffen. Aber das heißt auch, die Entscheidung kann Nein sein. Sagen, ich will es nicht. Und man geht. Es ist über diesem Abend auch. Sie können gehen und niemand wird sie festhalten können. Jesus wird ihnen kein Bein stellen. Aber Sie werden verstehen, dass die Sehnsucht Gottes nach seinen Geschöpfen, nach seinen geliebten Menschen ringt. Deshalb ist Jesus so ehrlich. Deshalb sagt er, was bei den Menschen unmöglich zu sein scheint, ist bei Gott möglich. Und dann, ich habe ja erzählt, das gibt auch in der Bibel die Beispiele und wir erleben sie heute, wie selbst Menschen, die total in ihrem Reichtum gefangen sind, loswerden. Und dann spürt man innerlich, klar, ich werde manchmal nur los, wenn ich auch äußerlich es losgebe. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben ganze, ich traf mal eine Nonne, die hat gesagt, das war überhaupt, ich kam aus reicher Unternehmenfamilie, die hat gesagt, das hat mir gar keine Schwierigkeiten gemacht, hat mir große Freude gemacht, diese Freiheit zu erleben. Ich habe mein ganzes Vermögen abgegeben. War viel schwieriger nachher, so die kleinen Geizanfälle wieder zu überwinden und so weiter. Damit ist es nicht ausgestanden. Aber diese Erfahrung war eine Riesenbefreiung für mich und eine große Freude. Da habe ich ein Fest gefeiert, das war kein Kraftakt und so. Das war zu erfahren, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich kann mein Leben verschenken. Denn das ist das Zweite. Er sagt hier, Jesus sagt, wer Häuser und Brüder und Schwestern und Vater und Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, bekommt es hundertfach zurück. Da wird etwas deutlich, wer Christus nachfolgt, der lernt in Jesus einen verschwenderischen Gott kennen, einen Gott, der sich verschenkt, der sich selber nicht zu schade ist und Mensch wird und sich bespucken lässt, foltern lässt, für uns stirbt, uns nachläuft, der sich verschenkt. Hat er das nötig? Er will es tun. Der uns sein Wort sagen lässt, auch wenn wir es hier rein und da rauslassen. Er tut es. Er ist verschwenderisch in seiner Liebe. Und wer diese verschwenderische Liebe im eigenen Leben erfährt, als die rettende, versöhnende Kraft, die mich zu Gott bringt, der wird angesteckt davon. Kann ich sagen, das ist das Kennzeichen des Christseins.
Er füllt unser Leben mit seinem Reichtum, seiner Zuwendung, seiner Orientierung, seiner Lebenskraft, seiner Lebensmut gegen den Tod. Er füllt es so, dass, als wenn unser Leben eine Schale wäre, bis zum Rand und dann fließt sie über. Ich bin gekommen, dass ihr das Leben und überfließende Fülle haben sollt, habt ihr gerade einmal gesagt. Johannes Evangelium Kapitel 10. Das ist es. Nehmen Sie nicht das Bild einer Röhre, so eines Kanals, so einer Rohrleitung, wo es durchfließt. Da hat die Röhre nichts von. Ich finde, das Bild einer Schale ist schöner. Sie ist gefüllt, randvoll. Aber der Reichtum ist so groß, dass es überfließt. Kennen Sie diese römischen Brunnen, wo so mehrere solcher Schalen übereinander sind? Steigleitung, das Wasser innen hoch, füllt oben die erste Schale, dann fließt es rüber in die nächste, füllt sie und dann sind so 3, 4 solcher Schalen nach unten größer werdend übereinander. Und eine wird gefüllt und fließt über in die nächste und in die nächste und in die nächste. Aber jede Schale in sich bleibt gefüllt. Keine kommt zu kurz. Das ist das Geheimnis des Lebens in der Nachfolge von Christus. Er beschenkt uns mit einer unglaublichen Liebe, mit seiner Wegweisung, mit seiner Vergebung. Und sagt, pass auf, das ist alles für euch. Aber es ist mehr, als ihr behalten könnt. Es muss weiterfließen. Es muss weiterfließen. Nehmen Sie uns deshalb nicht krumm. Das ist der Motiv, warum wir solche Wochen überhaupt veranstalten. Es ist nicht so schrecklich, weil wir hier ein Organisationswachstumsprogramm machen wollen oder Leute keilen wollen, sondern weil wir einfach nicht schweigen können davon, auf alle Art und Weise. Wir möchten in Wort und Tat, wie es geht, mit anderen teilen, was Christus uns geschenkt hat. Und wir leiden darunter, dass so viele eigentlich gar nicht wissen, was ihnen entgeht. Und möchten sie wirklich auf den Geschmack bringen, wenigstens neugierig machen, das zu prüfen und selber noch einmal zu studieren und zu schmecken. Ruhig reinzuschauen, nicht nur in die Bibel, auch in die Bibel, aber vielleicht auch in die Gemeinschaften der Christen. Ruhig hinter die Kulissen zu gucken. Sie müssen sehen, wie das Leben wirklich ist, mit all dem Versagen. Es hilft nichts, Schaufensterdekoration. Sie sollen wissen, wie es zugeht. Mit allem Versagen und Scheitern und allen Fehlern, die da sind und wie man ein Leben lebt in der Gemeinschaft mit Christus als Mensch, mit den Macken, die man hat und mit den Unzulänglichkeiten, wenn der Krebs kommt, wenn die Demenz kommt, wenn man Sorgen um die Kinder hat, wenn die Arbeitslosigkeit droht, wenn die Karriere abbricht und so. Ist ja nicht nur immer Sonnenschein. Gehört ja alles zum Leben. So, und das sollen Sie schmecken. Und ich möchte Sie sehr ermutigen. Ich finde es sehr schön, dass nicht nur die Woche angeboten wird, sondern dieses Begrüßungsfest und dann Glaubenskurse, wo man reinschmecken kann. Ich lade Sie herzlich dazu ein, das wahrzunehmen. So, und eigentlich kann ich ja jetzt nur einen Strich drunter ziehen und sagen, bitte ziehen Sie selber Bilanz. Wissen Sie, ich habe nichts zu verkaufen. Jesus sucht keine Kunden, sondern er dient uns. Sonst wäre das ein schlechtes Marketing gewesen, was er gemacht hat. Sondern er respektiert uns. Sie dürfen auch gehen. Aber er bittet sie zu kommen. Und wir haben uns ja vorgenommen, in diesen Tagen auch an jedem Abend zum Schluss eine ganz praktische Möglichkeit zu bieten. Weil der eine oder die andere unter uns sein könnte, du hast mich da so hungrig gemacht drauf. Ich würde das gerne tun. Aber jetzt gehe ich alleine nach Hause und mit meinen Gedanken und das ist alles irgendwie viel zu viel, als dass ich das verkraften könnte. Wie kriege ich den Einstieg? Ganz praktisch. Und deshalb möchte ich Ihnen am Schluss des Abends ein Angebot machen. Sie entscheiden, ob Ihnen das hilft und wenn es Ihnen hilft, dann nutzen Sie es bitte. Jetzt gleich wird eine Gruppe ein Lied singen. Ein Lied, das wir lieben. Das heißt, es ist eigentlich ein Gebet. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das ist toll. Mit all den Zweifeln, mit all den falschen Entwicklungen im eigenen Leben auch, aber so wie ich bin. Und während dieses Lied gesungen wird, lade ich Sie herzlich ein, sich zu mir zu stellen. Ich werde mich an dieses Kreuz stellen. Wir haben dieses Kreuz in diesen Saal gestellt als einen Treffpunkt. Für die am Schluss, die sagen, ich möchte irgendwie einen Anfangsschritt machen.
Ich weiß noch nicht, wohin das geht, aber ich möchte irgendwie dokumentieren, ich möchte mir selbst zeigen und vor Zeugen auch, dass da was beginnen soll. Ich möchte dieses Geschenk annehmen, ich möchte nicht weglaufen, ich möchte lernen, wer Jesus ist und ich möchte mein Leben ihm öffnen. Und ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Wenn Sie zu diesem Treffpunkt kommen, nach dem Lied, biete ich Ihnen ein ganz einfaches Gebet an und werde Sie einladen, das als Ihr eigenes Gebet laut zu beten. Das soll so lauten. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden, also das, wo ich dich vergessen habe, was falsch gelaufen ist, und bitte dich um Vergebung. Wir wollen einen Augenblick schweigen und Sie können in der Stille aussprechen, was Ihnen bewusst ist, sagen das einfach vor Gott, was da trennend war, was Sie von Gott weggebracht hat. Er nimmt sie brutto, das, was sie nicht wissen, nimmt er mit. Er sagt, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich will dir vertrauen, ich will dir folgen. Zeig mir deinen Weg. Du bist mein Herr. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Wenn das Ihr Gebet sein könnte, dann lade ich Sie herzlich ein. Alles, was wichtig ist im Leben, tun wir gewöhnlich unter Zeugen. Insofern habe ich die Freiheit, auch wenn das ungewöhnlich ist. Religion mag ja Privatsache sein, das hat man so als Gefühl im Herzen. Aber wenn Sie Christus nachfolgen, verändert das Ihre Beziehungen. Das ist eine soziale Angelegenheit, Sie werden das merken. Das hat was zu tun mit Ihrem Umgang mit den Menschen, mit denen Sie leben, im Beruf und Familie und wo auch immer, Nachbarn. Es ist keine Christus nachfolgen, das verändert die Einstellung zum Geld, die Einstellung zur Zeit, auch zu Ihrem Körper. Und das hat eine soziale Dimension, das ist eine Beziehungssache. Und deshalb wird sie erkennbar. Und deshalb biete ich Ihnen an, von Anfang an einen erkennbaren Schritt zu tun. Und sozusagen unter Zeugen, die sich mitfreuen und Sie unterstützen wollen. Dazu werden einige aus dem Kreis der Berater, der Seelsorger kommen, die gerne, wenn Sie möchten, nachher Ihnen ein Gespräch anbieten auch. Ich lade Sie herzlich ein. Das wäre schön, wenn dieser Abend für Sie sozusagen ein erster Schritt werden könnte. Es ist nicht der letzte, aber keiner hat einen langen Weg von Kilometern bewältigt, der nicht den ersten Schritt gegangen ist. Und es könnte der erste sein und dazu lade ich Sie ganz, ganz herzlich ein.